Italien sagt gute Nacht. Gute Nacht sagt Frankreich. Jetzt bin ich hier. Was für ein schönes Land. Gesegnet seid ihr alle! Viva! Papa, viva! Der sei gar kein Papst. Der sei gar kein Papst, hat es geheißen. Der sei Pirat! Sein Töter heißt euch! In Konstanz am Meer geht es sich um das historische Konzil, das hier vor 600 Jahren in Konstanz stattgefunden hat. Aber auf zweiter Ebene geht es eigentlich um das, wie man so ein Ereignis, wie man das versuchen kann, überhaupt auf eine Theaterbühne zu bringen, nun etwa 600 Jahre danach. Und ganz besonders grüße ich auch Ruthenen, Lemken, Beuken, Huzulen, Franken, Lothringer, Staufer, Welfer, Habsburger, Breslauer, Debreziner, Lioner, Thüringer, Edamer, Landjäger, Hypochondriker, Hysteriker, Sodomisten. Da geht es um Fremdsein, wie man angenommen wird in einer anderen Umgebung, welche Erwartungshaltung das jeder an den anderen hat. Es geht um Geld, um Macht, um Religion, also sehr aktuell. Weil es einmal eine Straße geben wird, die nach mir benannt ist. Die Martha-Häfelin-Straße in Konstanz. Das werdet ihr schon noch sehen, falls ihr es noch sehen könnt. Wer ist das denn gewesen, wird man dann in 200 Jahren einmal fragen. Die Martha-Häfelin. Das Martha-Häfelin mehr! Heute könnt ihr hier noch sitzen. Aber morgen furzen ganz andere auf meine Stühle. Also die Figur heißt Martha Häfelin. Das ist eine Wirtin, die zur Zeit vom Konzil ein Wirtshaus hat in Konstanz. Und die hat ganz viele Träume und Visionen, die sie durch das Konzil verwirklichen will. Sie will sich einen Traum erfüllen, den Traum von einer großen Flotte, die auf dem Bodensee fährt. Wer am See geboren ist, den treibt's zum Meer. Meiner Meinung nach liegt die Stärke des Stücks und der Inszenierung darin, dass es auf wunderbare Art und Weise Informatives über das Konzil damals verbunden wird mit einer ganz leichten und humoristischen Art und Weise und natürlich auch mit einer ganz tollen schauspielerischen Leistung, das an uns heute als Publikum zu vermitteln.